Fallender Kuhstall. Okay, das ist die. Hier bei der Scheune ging mir vorhin einer richtig auf den Sack, als ich Killer war. Oh, ich hab hier einen Leuchtetoten. Cool. Es ist der Doc. Es ist der Doktor. Aber weißt du was? Es ist Ruin. Dass jetzt nicht zu mir kommen kann. Ja, ist gleich weg. Blub. Und zack, Rage Quit. Ich hatte das schon. Also, es wäre jetzt nicht das erste Mal. Echt? Ja. Der Doktor, finde ich, ist auch, wenn der die richtigen Perks hat, ist der auch ganz schön schwierig zu entgegenzusetzen. Ja. Und wenn er ihn spielen kann, dann hast du fast keine Chance. Denn wenn, dann bist du auf Dauerstufe 3. Ja. Wirst also überall und immer gesehen. Oder er jagt dich die ganze Zeit. Obwohl ich bis jetzt nur einen einzigen Doktor gemeldet habe. Okay. Der hat... Hin, ne? Mit wem war ich da? Ich war mit... bei anderen von meinen Stammleuten unterwegs. Hm. Und hatte einen Doktor auf der... Kohle. Echt jetzt? Auf der Kohlemine. Da, wo dieses längliche Haus mit dem Keller ist. Und der Generator da so in der Ecke ist. Ja. Und da waren drei Generatoren auf der einen Seite, weil der hat uns immer von denen weggejagt. Nur von diesen dreien. Ja. Also haben wir die anderen gemacht. Und beim letzten Generator... Super überladen. Juhu. Und beim letzten Generator hat er Tatsache dann uns die ganze Zeit eine Dreiviertelstunde nicht gejagt, nicht Alter. Gehauen. Er hat uns nur geschockt und ist weggegangen. Nach einer Dreiviertelstunde hat er es dann endlich geschafft, uns, weil wir haben uns einfach nur noch hingestellt. Wir haben nichts mehr gemacht. Ja. Da hat er uns endlich aufgehängt. Hm. Da habe ich ihn gemeldet. Ja. Er hatte mehr als genug Chancen, uns zu killen. Ja, klar. Ah, da ist das Schockschwein. Hat er bis jetzt überhaupt mal jemand aufgehängt oder will er gerade nur alle terrorisieren? Der eine hat ihn abhängen können. Ah. Okay, da läuft der Doc rum. Die meckern ja, weil, weil die... Von dem geht schon hin, glaube ich. Die meckern besser? Die meisten meckern wegen dem Quicktime-Event. Quicktime-Event? Ja, ja, weil die doch so schön verkuschelt kommen. Denkst du, ich falle auf deine Scheiß... Einmal! Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, weil die doch so versetzt kommen können. Achso, ja. Darüber meckern viele. Bei der Taschenlampe. Kannst du mich nicht das dritte Mal schocken? Das tut mir jetzt aber leid. Oh, das hast du endlich geschafft. Respekt an den Wirt. Komm, hau mich ruhig. Das ist mir relativ egal. Du bist nur ein Doc. Wenn man gegen dich verliert, ist das keine Schande. Weil es schockt er mich. Früher gab es ja die tägliche Quest Schocke Überlebende 15 Mal. Ja. Jetzt musste sie nur noch viermal schocken. Scheiße, er hat Franklins. Ja, was hat es denn? Toolbox, die gelbe. Mit braunen Addons. Gib die mal auf, ne? Mach das, sehr gerne.
Verbrauchen oder lassen? Ach. Oh nein, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, diese Viecher bleiben wieder ewig stehen. Ich habe in der Lücke festgehangen. Oh. Ich komme dort zwischen Baum und Hügel durch, aber ging nicht. Ja. Ja, diese bekannten Lücken, wo man einfach viel zu fett für ist. Ja. Geht's ins Feld Richtung Tierbaum? Ja, ich seh's. Ist so ein Generator oder läuft das zu mir? Das ist die andere. Ach, da bist du. Du bist ja noch verletzt. Ja, deswegen wollte ich nicht kommen. Du hast in Ordnung. Hast du den Dog? Na super, er hat wieder überladen. Ich hab's gegen ihn zu spielen, aber irgendwie bin ich jetzt. Fuck. Das ist so typisch Dog, ne? Überladen bei haben. Was? Überladen. Das ist so typisch Dog, überladen bei haben. Ja. Ich kenn keinen Dog, der nicht überladen mit bei hat. Hab auch nicht immer mit. Macht ja auch irgendwo Sinn, weil wenn du richtig gut geschockt bist, hast du ja keine Chance, das zu kriegen. Ja. Getroffen, Mistkerl. Ja, ich hab den Überladen getroffen, du kleine Mistkuh. Wieder beruhigen, ey. Was ich am schlimmsten finde, ist, wenn du das einmal verkackst, ne? Dann hast du keine Chance. Musst du wieder von vorne anfangen. Das ist so kacke. Ja. Auf gegen meinen Generator zu treten, du Mistkuh. Ehrlich mal. Weißt du, er scheint nicht auf seine Dings zu hören, ne? Nee. Oh, shit. Das war wohl daneben. Bisschen. Mist. Lässt den Typen vor allem anverdienen. Ja, weil er jetzt verhindern will, dass wir die Generator machen. Ja. Wo ist denn? Müssten doch eigentlich drei sein, oder? Das sind dann drei. Ja. Oh, er kommt zu mir. Schön, da ist die Taschenlampe wieder weg. Komm, schlag mich einfach. Ich bin doch schon Stufe 3, du Bitch. Das Fiese ist, er braucht nicht mal Pirscher, ne? Ja, schreist eh die ganze Zeit. Ja. Was ich nicht verstehe, warum der nicht einfach aufhängt. Ja. Das ist wieder so ein Punktefarmer. Ja. Ohne Sinn und ohne Verstand. Ja, komm, hör auf zu schreien, Bitch. Alter, nee. Oh. Kriegt man eigentlich für Punkte für die Liegengelassenen? Wenn die sterben? Ja. Bin ich mir gerade nicht sicher. Weil eigentlich habe ich gehört, dass es ja eigentlich so gemacht werden sollte, dass wenn man einen länger als 30 Sekunden liegen lässt, keine Punkte mehr für den bekommt. Muss ich gerade passen. Was ich ja eigentlich nur fair finde, weil alle drei liegen zu lassen, ist echt scheiße. Schon wieder gegengetreten. Fuck. Knapp.
Würde ich jetzt den holen? Ja, du hast keine Chance, hier den Generator zu machen, ne? Ja. Wenn ich dieses Überladen gegengetrete, ey, es kotzt mich an. Ha! Getroffen. Jetzt lässt er die bestimmt wieder liegen. So. Kommen wir erstmal zu mir. Oder? Doch nicht. Oh. Oh! Oh, jetzt sind wir jetzt zweit im Generator. Wo seid ihr? Auf der anderen Seite. Am Tierbaum in der Nähe. Okay, logge ich nicht zu euch. Er kam, ja. Oh, endlich. Folgt den Exerk. Ich sehe mal den Typen hier. Versuch mal den Ausgang zu machen. Beruhig dich erst, ey. Echt jetzt? Muss ich mich echt beruhigen, um den Ausgang zu machen? Ist das ätzend. Sei mal ruhig. Ist meine Toolbox. Kann ich jetzt den Ausgang aufmachen? Dankeschön. Mistvieh. Ich sag ja, ich hasse den Doc. Endlich hängt auf jeden Fall hin. Ja, aber wir sollten noch gucken, ob wir den retten können. Ja. So. Der andere Bodyblock. Ja, die sind zusammen. Ja, ja, weiß ich. Der wird aber da in der Nähe bleiben. Ja, der schockt hier die ganze Zeit rum. Na klar, um die Leute zu finden. Oh, ich habe hier die Luke gefunden im Feld. Sehr gut. So, beide Ausgangstore sind offen. Ach nee, im Ernst. Jetzt muss ich erstmal gehen. Geh mal gucken, ob ich den anderen heilen kann. Komm halt die Klappe, du scheiß Trugbild. Der andere hat sich geheilt. Wird jetzt bestimmt versuchen, seine Freundin runterzuholen. Eine Mondi am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, Spitty. Es schockt da die ganze Zeit rum. Ey, echt, Tunnler? Ja. Der Versuch war es wert. Satz mit X, ne? Ja, wie gesagt, der Versuch war es wert, ne? Das tut mir auch ganz doll leid für sie, aber was soll man machen, ne? Er kommt. Naja, ich weiß, beruhige mich aber erstmal. Können wir gehen. Gut. Ja, die Punkte wollte ich jetzt noch abstauben. Ja, ja, klar. Immerhin 200 Punkte, ne? Also. Ich habe einen Pip bekommen. Zweimal Gold, zweimal Silber. Ich habe keine Fürst bereit bekommen, weil er so wenig aufgehängt hat. Hm. Dafür hatte ich aber ein rotes für Generatoren.